Good morning, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFT-Devisenradar am 14. Juni. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen natürlich wieder auf den FX-Markt schauen. Und wie in dem Teaser angekündigt oder auch dargestellt, ging es ja auch heute Morgen hier im Stream, im FX-Stream, beziehungsweise hier im meinem Stream schon zur Sache. Wir sehen auch hier schon über 100 Kommentare, wobei der Großteil von der gestrigen Diskussionsrunde herrührt. Letztlich war Kiwi ein Thema. Der Kiwi hier darstellen, der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar, sozusagen hier die Händlerbezeichnung dieses Währungspaares. Und wir fangen mal oben an, bevor wir uns dann nach unten in den Intraday-Bereich einordnen. Wir sahen hier unlängst ein relatives Tauziehen am Widerstand von 0,6850 rund. Kleiner Fehlausbruch, Rücksetzer, jedoch noch nicht mal den Support bei 0,66 getestet. Die vorangegangene Woche sehr, sehr stark hier im Wochenchartintervall. Dann gab es letzte Woche auch nochmal einen obendrauf und jetzt die aktuelle Woche ein Stück weit ernüchternd. Und dies hier vom Level um 0,72, was hier durchaus als theoretisches Zielniveau angedacht war. Die Woche selber ist ja noch jung, das kann hier sich alles noch ändern, doch letztlich sehen wir just eine schwache Woche bisher und wenn wir hier in den Tageschart gehen, auch natürlich heute insbesondere eine Schwäche, die sich bis vor gut 45 Minuten noch anders darstellte, insofern, dass der Preis hier versuchte nach 0 oder das Level hier von 0,7050, das Vorwochenhoch, speziell bzw. Vortageshoch oder Vormonatshoch auch hier viel mehr, Sie sehen es hier aus dem April und Mai herrührend, ja, hier zu überwinden. Ja, da ging es natürlich hier zum Wochenabschluss drunter und auch jetzt hier am Montag der kleine Versuch da nochmal rauszugehen scheiterte und just eben wieder. Und das ist schon ein Level, was hier definitiv von Signifikanz ganz klar herrührt. Und wenn wir hier nicht über 0,7050, speziell über das Tageshoch. Und dann nehmen wir hier speziell das Hoch vom Mai 0,7053 und gleiches knapp ein Pepeur 0,7054 vom April. Also wir müssen hier über 0,7055 drüber. Wenn das gelingt, dann hat es hier auch auf ja, Swing-Basis durchaus ein Signal, was dann hier Aufwärtspotenzial bis 0,7150 und speziell 0,72, wie an dem Wochenchart gesehen, sich ableiten lässt. Dennoch, die Saisonalität bläst hier in ein anderes Horn. Wir sehen hier ganz klar mit Verlauf der kommenden Tage bis in den Juli hinein eine ganz klar schwächere Tendenz. Die Saisonalität hier also deutlich bärisch. Soll heißen, wenn es nicht gelingt, hier über 0,7055 rauszuziehen, dann ist auch im Sinne der Saisonalität eine weitere Schwäche durchaus zu präferieren. Und da wir hier aktuell eben schon starke Wochen gesehen haben, und so ein Stück weit hier aktuell die Kraft fehlt, scheint es tatsächlich so, als wäre das Währungspaar hier bereit, zunächst diesen Support hier bei 0,6960, 0,6970 anzulaufen, hier möglicherweise einen kleinen Comeback zu starten und dann aber hier durchaus auch weiter abzukippen bis 0,6850. Wäre hier auch im Einklang der Saisonalität ganz interessant. Rückläufer bis 0,7050 könnten hier auch Short-Chancen darstellen und hier sozusagen einen möglichen Einstieg generieren im Sinne eines günstigeren Einstiegs. Das muss man erstmal abwarten. Also hier auf Tagesbasis das Bild auf jeden Fall angeschlagen, leichte Schieflage. Das ändert sich erst und dann aber vielleicht auch sogar prompt, wenn wir nur über 0,7055 per Tagesschluss rausgehen. Das muss man definitiv auf der Agenda haben. Solange das nicht geschieht, bleibt das Bild hier ein Stück weit kritisch. Für den Intraday-Verlauf allerdings heute, und das muss man auch sehen, nachdem ich jetzt mal hier den Tageschart so ein Stück weit zur Seite schiebe, kommt der Neuseeland-Dollar gerade schön zurück. Ja, gestriges Tagestief hier der Bereich 0,7032, also hier eine leichte Supportzone, die haben wir hier in der Asia-Session schon mal nach unten durchbrochen, dann ging es jetzt zur European-Session hoch, kurz vorm Pivot-Point, am Pivot-Point und am, wie Sie gerade am Tageschart gesehen haben, vor Monate hoch, drehte das Währungspaar relativ prompt und leidete dann auch hier jetzt in der nächsten oder in der letzten Zeit, jüngsten Zeit, eine starke Abwärtsbewegung mit neuem Tagestief ein. Jetzt aktuell schnippt der Preis wieder nach oben über das gestrige Tagestief. Das ist insofern konstruktiv, positiv zu sehen. Und wenn ich Ihnen jetzt noch die heutige FTSE-Vektorlogik zeige, wird es ganz spannend. Das Tief ist natürlich leicht unterschritten, das relativiert ein Stück weit die heutige FTSE-Vektorlogik, aber dennoch rein statistisch, mathematisch und prognosetechnisch haben wir es heute mit einem bullischen Handelstag zu tun. Die Pattern, die hier erschienen, während der letzten rund 17 Jahre 253 Erscheinungen bei einer Trefferquote von 67% führte hier zum Tagesende im Schnitt zu einem Gewinn von 0,55%. Und heute haben wir auch mit dem Dienstag
einen bullischen Wochentag. Das heißt hier am Mittwoch und Freitag eher bärisch, Donnerstag insbesondere bullisch, aber wir haben hier auf jeden Fall auch ein Stück weit positiven Rückenwind und das könnte den Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar durchaus beflügeln und eben hier auch antreiben, dann doch heute noch ein Stück weit nach oben aufzudrehen. Dazu muss es aber, wie gesagt, ein Reversal geben, keine neuen Tiefs. Das ist ganz wichtig, dass das Preisverhältnis hier sich da in einer gewissen Stabilität zeigt und eben keine neuen Tagestiefs machst. Gehen wir hier zum Stundenchart zurück. Sollte es ein neues Tagestief geben, dann sehen Sie ja anhand der Resistant Levels vom Pivot Point durchaus die Adressen auf der Südseite 070, 069, 77 und dann kann es auch relativ zügig weiter nach unten gehen. Der Kiwi also definitiv interessant. Kurzfristig im Sinne der Fuzzy-Vektorlogik durchaus nochmal Rebounds möglich. Wenn wir hier nochmal in Richtung 0,71 ziehen sollten, dann könnte man gerade bezogen hier auf den Tageschart spekulative Einstiege wagen. Doch Vorsicht, wenn wir eben hier einen Tagesschluss über 0,7055 machen, dann spricht sich viel dafür aus, dass es eben dann auch relativ schnell weiter nach oben gehen kann. Also es bleibt tricky. Beim Kiwi selbst muss man mal abwarten, ob die Kraft nach oben wirklich reicht. Eine gewisse US-Dollar-Stärke ist ja zurzeit nicht zu verkennen, gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir ja ohnehin natürlich die Fed haben und zwar am morgigen Handelstag, Mittwoch, Obacht geben, wir gehen direkt mal auf den Date. Kalender. Ja, morgen US-Fed und dann auch hier die Projektion und die Pressekonferenz, die es zuletzt ja nicht gab, dürfte also morgen hier auf jeden Fall für starke Ausschläge sorgen, wenn hier Überraschungen kommen. Das kann natürlich den Kiwi auch entsprechend beeinflussen und natürlich ist auch das Brexit-Thema unverändert und woke und hier muss man natürlich auch im Hinterkopf haben, dass je nachdem, was da dann noch kommt, sich hier noch einiges an den Märkten verschieben kann. Der Dollar jedenfalls als Fluchtwährung bzw. als Safe Haven könnte hier durchaus wieder an Attraktivität gewinnen. Insofern auch nicht von ungefähr, dass wir hier zunächst weitere Schwäche sehen könnten. So dann, meine lieben Zuschauer, das war erstmal die Einschätzung gewesen zum Kiwi. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Einschalten und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich morgen in alter Stärke und neuer Frische wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.